Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft. Ja, Freunde, wie ihr seht, wir sind immer noch dabei hier. Frisch und munter müssen wir uns jetzt hier so ein bisschen durchbuddeln. Ja. Ich will den Raum hier einfach schön groß haben. So, den Grund dessen werdet ihr wahrscheinlich, dann bei der nächsten Session oder vielleicht in dieser Session noch, ich weiß nicht, wie viele Folgen ich heute aufnehme, muss man einfach mal gucken. Ich habe mir die letzte Aufnahme, habe ich mir jetzt gerade so ein bisschen angehört. Das Mikrofon war so ein bisschen leise gewesen, so ein kleines bisschen. Ja, ich habe mir die Zahl aber mal aufgeschrieben. So, ich habe das Ganze jetzt um 4 Striche weitergemacht. So, um 4 Striche habe ich das Ganze jetzt weitergemacht. Sagt mir doch mal, ob die Stimme von der letzten Folge angenehmer war, also die Lautstärke angenehmer war, oder ob ihr, diese Stärke jetzt als optimal empfindet. So. Ich habe immer so das Gefühl, das ist vielleicht zu leise und dann müsst ihr am Computer oder am Handy oder... Ich weiß ja nicht. Ja, das ist einfach alles so ein bisschen... Ja, ich will ja nicht, dass das zu leise ist. Mensch. Muss ja auch an euch denken, meine Kleinen. Ja. Nee, so ein bisschen Qualität muss ja schon da sein. Das ist ja wichtig. Ja, so ein bisschen Qualität ist ja schon... Ja, man muss ja auch ein bisschen Qualität vorweisen können. Also nicht nur hier 60 FPS aufnehmen und präsentieren, sondern auch die Tonqualität muss ja auch so ein bisschen... Musik muss ein bisschen nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Ja, muss halt immer so eine Mischung sein. Das ist halt immer schwer. Das ist halt immer schwierig für so einen Let's Player. Da bist du... Oh. Ja. Aber trotzdem heule ich mich nicht aus wegen 3 Stunden oder so. Dass man hier 3 Stunden braucht für irgendwas... Ja. Weil jetzt stelle ich ja niemanden hier in Rechnung. So, und trotzdem kommen täglich meine Videos hier nach oben. Ja, also was soll der Rotz? Hier, 3 Stunden. Kann ich mir immer noch drüber aufregen. So, das ist so ein Thema, das ist... Ja, ich kann die Freizeit, kann meine Freizeit auch nicht richtig genießen. No. Ja, sagt der eine oder andere, sagt er so, oh, denkt einfach nicht drüber nach. So, ich muss einfach darüber nachdenken, weil ich mich frage... ob das jetzt wirklich so ist, dass die Leute da 3 Stunden brauchen, weil dann tun die mir echt leid. Dann ist das echt Schütze Arsch im Glied. Ja, wenn die da 3 Stunden brauchen für ein Video. Ja, oder ob die einfach nur ihn auf Mitleid machen und die Leute hier verscheißern wollen. So, ja. Also Mitleid lasse ich ja noch durchgehen, aber wenn die hier einen verscheißern wollen, also da reagiere ich ganz aggressiv auf sowas. So, ich lasse mich hier nie veräppeln. So, oder ihn hier auf Mitleid oder sowas. Ja, ich weiß auch nicht, ob sowas funktioniert, so, weißt du, wenn dann so ein Let's Player sagt, ich brauche dafür 3 Stunden, müsst ihr einfach mal und so, das mache ich ja nur für euch und 3 Stunden, ja, und 3 Stunden und 3 Stunden und ich muss ja noch dies machen und dafür brauche ich 3 Stunden, das mache ich ja nur für euch. Ja, keine Ahnung. Kann ich nicht nachvollziehen. So, 3 Stunden ist für mich kommt absolut nicht in die Tüte. So, und wie gesagt, ich habe nur 2-mal habe ich 3 Stunden gebraucht, als ich mit Shadowplay aufgenommen habe. So, ja, aber vielleicht habe ich ja auch schon eine Antwort darauf für jeden irgendwie. Vielleicht sollten die Leute mal vom Shadowplay die Finger lassen. Und einfach mal, warte mal, das ist schon wieder, ich habe immer noch nicht die Musik rausgenommen, siehst du, das muss ich mir mal aufschreiben auf die To-Do-Liste, aber ich habe jetzt nichts zu schreiben hier, aber ich muss mal die Musik wegmachen, das ist ja, die ist echt nervtötend, die Musik, die muss ich mal rausschmeißen. Hier, machen wir mal, oh, nehmen wir mal die hier, das klingt ganz ruhig, das klingt sanft, regt man auch nicht so auf, hoffe ich mal. Ja, Windows 10, ja. Der ein oder andere schwört ja auf Windows, dann gibt es Leute, die schwören nicht auf Windows, die sagen, oh, Alter, dein PC ist kaputt. Und wenn du fragst, wieso, ja, du hast Windows drauf. Ja. Weiß nicht, kenne ich mit Linux oder sowas, kenne ich mich nicht aus. Also, ja, das ist nicht so, ja. Was ich kenne, ist Windows, wa? Und was der Bauer nicht kennt, nimmt er nicht im Mund. So, jetzt ist die Axt auch noch kaputt, eine haben wir noch, wa? Ne, wir haben ja keine Axt mehr, sind alle verbraucht. So, jetzt müssen wir mal nach oben gehen. Mal einen Ofen anschmeißen. So. Aber das müssen wir hier noch fertig kriegen. Also ich denke mal, so ist denn die richtige Größe soweit.
Haben wir das hier hinten auch noch einmal komplett durch? Ich glaube, dann haben wir das schön groß. Dann haben wir das so, wie das sein soll. So, düsen wir erstmal schnell nach oben. Was zu happern können wir uns auch mal. Warte mal, das machen wir mal schnell, weil sonst vergesse ich das wieder. Wenn ich das jetzt gerade sehe, dann... So, pfeifen wir uns das Ganze mal ein. Was fressen wir da eigentlich? Guck mal, das füllt 3 auf. Hat das schon immer 3 aufgefüllt oder täusche ich mich da gerade? Kann sein, dass ich mich gerade täusche. So, achso, jetzt müssen wir hier, warte mal, hier haben wir noch eine, guck mal hier. Ah ne, das ist ja so eine Kiste. Aber wir können ja hier die mal voll machen. Hä, guck mal, hier haben wir ja, hier können wir den Kobbel drin machen. Genau, wir haben ja hier schön aufgestellt. So, machen wir da noch einen drin und 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 da noch einen drin. Wenn mich mal einer fragt, Rabbi, was hast du am Dienstag so gemacht? Kann ich sagen, ich habe Cobblestone sortiert. Ja. Und wenn er dann auch noch dämlicherweise fragt, erzähl mal, war das spannend? Ja, das war total spannend gewesen. So, ich nahm Cobblestone raus und hab Cobblestone reingemacht. Alter, das ist ja völligst hardcore, was du da machst. Das ist ja Hardcore-Mining. Alter, Cobblestone. Mach mal nicht so einen Scheiß hier. Cobblestone, echt Cobblestone, ja? Hast du da so viel Cobblestone abgebaut? Naja, kann ich dann sagen. Ich hab so viel abgebaut, ey, da schlackerst du mit den Ohren. Was ist denn das hier? Granit, ach, polierter... Ach du Scheiße, ist ja schon poliert hier, die Scheiße. Nee, die Kohle sollten wir mal... Warte mal, wir haben so viel Kohle davon. Warte mal, das könnten wir eigentlich auch woanders hin machen. Weil das ist ja quasi der fertige Stein. Von dem, was wir da rauskriegen. Warte mal, dann sortieren wir das mal hier aus. So, dann haben wir da nochmal 45. So. Ja, ist alles jetzt so ein bisschen hier, weil, was ich mit dem Kies machen soll, weiß ich auch noch nicht. Der Kies geht mir ja auch so ein bisschen auf den Keks. Nur so ein bisschen auf die Eier. Wenn man das so sagen darf, wa? Sind ja auch Kinder, die hier kicken, aber... ja. Kinder sind halt nicht mehr Kinder, wie sie damals waren. Ja, damals, da hast du sowas wie Flüche oder so, hast du von Kindern ja nicht gehört. So, wenn du heute mal, ich habe auch das eine Mal, ich war so entsetzt gewesen, war so erstaunt gewesen. So, da kommt so ein kleiner Pupa zu mir an und, macht da, ja, nee, also ich muss die Vorgeschichte erklären, so. Der hat da ständig immer Krach gemacht und so, wisst ihr, der hat hier, dort habe ich noch in meiner alten Wohnung gewohnt und der hat da ständig immer Krach gemacht. So, und irgendwann bin ich dann runtergegangen und habe zu ihm dort gesagt, ey, kannst du nicht ein bisschen leise sein und alles so ein bisschen, ja, ist alles so ein bisschen laut und so, weißt du. Und ich muss sagen, also ich würde den kleinen Pupa da, ja, den kleinen Hosenfurzer, würde ich so auf 10, hätte ich den geschätzt. So, also ich würde den auf 10 schätzen. So, auf jeden Fall, da kickt der mich an und sagt zu mir, Alter, einfach mal die Fresse halten, du Wichser. So, ansonsten hole ich meinen Vater und der haut dir mal so richtig die Eier breit. Und jetzt sagt so ein 10-Jähriger zu dir. Und ich stand da und wusste nicht, was ich machen sollte. So, ja, also wäre das so ein Ausgewachsener gewesen, so, wisst ihr, den hätte ich mal glatt so mal eine Kelle mitgegeben, aber so ein 10-Jährigen, den kannst du doch nicht auf die Fresse hauen. Geht da nicht. So, das kannst du ja nicht machen. So, war das hier mit Kollege Creeper? Der kommt hier langsam an. Guck mal, da ist im Wasser explodiert. Ist ja nicht viel passiert. Da unten ist auch nicht kaputt gegangen. Finde ich ja gut. Finde ich ja klasse. Was wollte ich denn jetzt hier machen? So, das haben wir aussortiert. Haben wir wieder ein bisschen Platz hier. Jetzt brauchen wir wieder Pickaxe. Jetzt brauchen wir wieder so ein bisschen... Ach, wir können den Ofen nur anschmeißen. Siehst du, das wollte ich noch machen. Sag mal, hey, gib mal was raus. Aber das können wir ja machen. Hier habe ich noch Dorit drin. Das finde ich jetzt nicht gut, wa? So, machen wir mal. Wie viel können wir denn da? Warte mal, nimm mal raus hier. Dann haben wir 3. Dann haben wir 4. 5. 6. Dann holen wir uns nochmal 6 Kohle raus. Nee, das war die falsche Kiste. So, nehmen wir mal noch hier Kohle raus. Schade, dass man das nicht irgendwie so mit Doppelklick hier so rausholen kann. So, dass man sagt, hier schnell mal. Zack, zack. 3. 4. 5.
Sechse. Weißt du, dann ist das hier nämlich auch nicht so voll drin. Kick mal einer an, Alter, Alter. Ja, müssen wir ja nicht viel machen, wa? Ist ja einfach hier nur mal nachfüllen wieder. So, das ist natürlich gut. Das ist natürlich optimal. Die kannst du einfach rausnehmen, ernten. Und füllst nach, wa? Die Kohle tut ja seinen Zweck. Für 64 brauchst du ja immer nur 8 Kohle, wa? Finde ich ja gut. So, hier haben wir 64. Hier können wir gleich mal was drin knallen. Wa? Wenn wir hier schon dabei sind. So, machen wir das nämlich alle hier schön voll und dann ist gut. So, haben wir noch einen da? Nee, haben wir nicht. So, aber wir können die anderen Öfen mal hier noch bestücken, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, guck mal, da können wir noch was drin machen. So, können wir die anderen Öfen hier gleich nochmal bestücken. Haben wir reingemacht? Ja, haben wir reingemacht. So, haben wir hier was drin? Ja, guck mal, hier haben wir auch nochmal Stein. Wo sind das hier alle her? Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja herrlichst. Hier haben wir auch nochmal was drin. Guck mal, das reicht so ja aus. Hier meine Kohle. Machen wir hier unten nochmal einen 64er. Hier, da haben wir auch nochmal. Ja, kann man ja noch mal ein bisschen was herstellen. So, das machen wir mal schnell. Kann ich ja per Hand machen, wa? Wir brauchen ja immer nur 4. Kann ich ja eigentlich hier per Hand machen, wa? Zeig mal, geht das? Nee, das geht natürlich nicht. Das macht er natürlich nicht. So, das kannst du denn nur hier drinnen machen, wa? Auch Schwachsinn. Ob du nun 4 so nimmst oder 4 so nimmst, aber naja, gut. So, ja. Wäre cool, wenn man das irgendwie so mit einem Klick irgendwie, dass das leicht. Muss man hier nicht ständig immer. Kostet ja auch Zeit, wa? Aber die Zeit nehmen wir uns natürlich. Komm. Wir sind mal nicht so, wir nehmen uns einfach mal die Zeit. Ja. Muss ja nicht alles immer hier fix und schnell und. Hast du nicht gesehen? Komm, hier, den können wir auch nochmal bearbeiten hier. Wenn wir hier schon Stein haben, machen wir mal nochmal. Was ist das denn? Das Dorit. Warte mal, das können wir hier aber auch mal verarbeiten. So, was macht denn das da drin? Das ist Dorit. Da ist auch Dorit. Siehst du, das können wir alles mal verarbeiten. So, und dann können wir hier die Kohle können wir hier mal beiseite machen. Ich weiß nicht, was kann man denn aus Kies und Erde konnte man auch irgendwie was Spezielles machen. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das ist falsch hier, was ich mache, wa? So, aus Kies und Erde konnte man auch irgendwie was Spezielles, glaube ich, machen. Bin mir da aber nicht ganz sicher. So, das können wir hier noch rausnehmen. Haben wir hier sonst noch irgendwie Stein? Ja, komm hier. Bearbeiten wir mal den ganzen Stein. So, dann sieht das Ganze nämlich ein bisschen aufgeräumter aus. Oh, dann haben wir auch noch mal Stein. So, siehst du, gehen wir mal ran hier. Machen wir mal eine Session hier schön mit Stein. Machen wir uns jetzt mal hier ein bisschen herrlich, ein bisschen schön. So, dann haben wir nämlich genug davon da. Weil nur der graue Stein, ich weiß nicht, ob das wirkt, weil nur der graue Stein sieht ein bisschen kalt aus. Und außerdem kriegen wir ja noch genug Cobblestone, die wir dann vielleicht so ein bisschen verarbeiten können, dass wir das nur in grau halten. Irgendwie. Ja, ich muss dazu sagen, also ich habe ja Erfahrung mit dem nur grauen Stein. So, ich habe das ja in meiner Probewelt, habe ich ja auch nur den grauen Stein benutzt. So, aber das ja, war für mich jetzt nicht optimal. Ja, also. Deswegen spreche ich da aus Erfahrung. Also ich weiß, dass das scheiße aussieht. So, weil im Nachhinein hat mir das dann auch nicht gefallen. Dann habe ich einfach gesagt, nee, komm, lass mal gut sein. Aber teilen wir mal hier nochmal auf. Ja. Habe ich nämlich dann auch gesagt, nee, komm, lass mal, das ist jetzt, lohnt jetzt nicht. Das hier auch nochmal zu machen. So, kick mal. Haben wir hier nämlich, gleich mal eine ganze Stange hier drin. Kick dir das mal an. So, dann können wir den Cobblestone nämlich auch gleich noch verarbeiten. Oder wir können ja erstmal ansammeln. Ja. Haben wir jetzt hier eine eigene Kiste. Können wir das Ganze ein bisschen ansammeln. Ja, hey, jetzt haben wir so viel von dem Stein hier. Bin ich ja jetzt witzig. Gut, Äxte. Nee, warte mal, da war noch was. Was ist das denn hier? Anthrazit. Du Scheiße. Nee, das muss in die andere Kiste. Ah, na, das ist ja jetzt, das stört mich hier. Anthrazit. Ja, was würde denn hier unten? Ist das kein Anthrazit? Andesit? 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 Achso, hat er. Ja, das hat ein bisschen gedauert, okay. Polierter Andesit, polierter. Ja, könnte man eigentlich hier wieder Fresse. Ich meine, polieren hier, wa? Polieren auf jegliche Art. Ja. Gut, Spaß beiseite. Äxte brauchen wir.
So, Marin hier. Walten wir das Ganze mal. Nee, mach mal so. Mach mal so. Mach mal so. So, wie viel machen wir uns? Machen wir 4 Stück wieder, wa? 4. Dann haben wir 2. 3. 4. Na komm, machen wir noch eine 5. Dann haben wir das. Sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So. Immer ist das Eisen eigentlich schon quasi wieder total verbraten hier. Haben wir uns so darüber gefreut, aber wir haben ja noch genug Eisen hier. Also, wollen wir uns da mal nicht aufregen, wa? Wollen wir mal nicht kleinlich sein? Hier Redstone haben wir auch. Ja, wenn wir noch mehr finden, da unten ist ja noch mehr eigentlich. Ja. Wenn wir noch mehr finden, dann können wir irgendwann mal hier Redstone-Blöcke machen. Ich finde, die Redstone-Blöcke sind total geil. So. Ja, wenn ich jetzt so ein Freak wäre, würde ich mir aus dem Redstone ein bisschen was machen. Ja. Gut, kicken wir uns das Ganze hier unten mal an. Na, hier ist noch nicht. Hier ist noch nichts. Gut, müssen wir ein bisschen größer machen. Ich denke mal, muss größer. So, ich habe das Ganze jetzt auch hier in dreier Höhe gehalten. Warum, weiß ich jetzt auch nicht, weil es einfach schick aussieht. So, ich finde es gut, ich finde das hier räumiger, als wenn du da 2 hast, weil wir selber sind ja auch 2 Blöcke hoch. Na, wenn du das so nimmst, haben wir auch eine Größe von 2 Blöcken und da finde ich 3 Blöcke eigentlich viel geräumiger. So, weißt du, dann ist das nicht ganz so erdrückend. Kriegst du nicht gleich Panikanfälle. So. Hast du nicht so mit der Platzangst zu kämpfen. Ja, aber cool ist, dass wir hier endlich ganz unten angekommen sind. So, waren wir eigentlich schon die ganze Zeit, Mensch. Ich dachte, jetzt hier nimmst du Eimer mit, buddelst jetzt mal ganz nach unten. Wir sind ja schon ganz unten. Ja, das ist gut. Das finde ich schon mal klasse. Das ist natürlich eine Sache, die ich nur gutheißen kann. So, kick mal, was wir hier noch alles auf dem Boden haben. Das ist ja herrlichst. So, den Boden müssen wir natürlich auch noch ein bisschen. Da will ich natürlich das alles da rausholen, was da im Boden drin ist. Ja, spannend ist das jetzt nicht, muss ich dazu sagen. Also spannend ist das wirklich nicht. Aber mir fällt bei der Hitze, ey, das ist, Freunde, bei der Hitze ist echt ein bisschen schwer. So. Ich habe bis jetzt auch keine Themen. Eigentlich war das gar nicht eingeplant. Also ich bin ganz ehrlich, eigentlich war es gar nicht eingeplant gewesen, dass ich heute noch aufnehme. So. Aber, weil ich so große Langeweile hatte und Lust hatte, hier endlich mal weiterzumachen, um meinem eigentlichen, oder mein Wunschprojekt sozusagen, so mein geheimes Projekt hier, dass ich das so schnell wie möglich starten kann, dachte ich mir, komm, machst du heute mal hier so, weil was du heute kannst besorgen, das musst du nicht auf morgen verschieben, wa? Deswegen halt gesagt, komm, machen wir einfach hier, machen wir uns das hier schick hier, machen wir, buddeln wir mal schön durch hier. Gehen wir wenigstens mal bis ganz nach unten, machen wir das Ganze ein bisschen schön. Ja, wie gesagt, die Kistensortierung werde ich dann offline machen. Also das hängt natürlich dann mit meinem Spezialprojekt zusammen, weil da muss ich dann, ich werde das Ganze dazu werde ich noch nichts sagen. Wenn es soweit ist, werde ich euch das, dann werdet ihr das schon sehen. Wenn es soweit ist, werdet ihr darüber informiert. Wir sind ein bisschen in klassischer Musik. Ich will mir mal noch eine andere Playlist runterladen. Also, was heißt runterladen? Naja, ist ja runterladen, weil von meinem Netzwerk habe ich natürlich Musik zur Verfügung gestellt bekommen, was 10 Stunden Musikmaterial beinhaltet und ist absolut geil. Also, so, wir haben ja momentan haben wir jetzt nur klassische Musik, aber ich würde gerne auch noch andere Musik, so Filmmusik, na, also Musik, die für Filme gemacht wurde. Und wie gesagt, das Ganze ist GEMA-frei, ja. Was es genau ist, weiß ich nicht. Ich lade das nur runter. Da steht auch jetzt nichts irgendwie, was das genau ist. Da steht nur Track 1, Track 2, Track 2. 3 oder so. Ja, das habe ich 2x2 gesagt. Ja, Track 1, Track 2, Track 3, Track 4. Oh, also ich weiß noch nicht mal, von wem das überhaupt ist.
Aber ich finde es ganz cool. So. Da werde ich mir natürlich noch die andere, die anderen Playlists mal zukommen lassen. So mit Pianomusik und weil nur klassisch so. Wir haben ja jetzt genug klassisch gehört. So, dann müssen wir einfach mal was anderes. Ja. Und was ich auch weiß, was ich dazu sagen kann, ist, also dort gibt es auch Feiertagsmusik. Also sprich, zu Weihnachten hätten wir auch eine komplette Playlist so mit schöner Weihnachtsmusik. So. Ja, also ich sehne mich schon nach kühleren Tagen. Ja, also zumindest auf den Herbst. So. Also ich bin ja echt ein Herbstmensch. Ich freue mich richtig, wenn der Herbst da ist, weil da blüht richtig auf, da weht der Wind, das ist oh, herrlich. Ich mag den Herbst. Ich finde Herbst cool. So. Ja, da kannst du auf den Sommer scheißen. Also da scheiße ich auf den Sommer, auf den Frühling, auf den Winter. Ich finde den Herbst geil. So, Herbst ist optimal. Herbst ist cool. So, jetzt haben wir hier nochmal zwei. Ja, genau. Dann sind wir ja durch. So, ich denke mal, dann müsste das aber groß genug sein hier. Jo, wenn ich muss mal meinen Bro den Ladderu fragen. So, der hat nämlich Ahnung davon. Aber der ist ja momentan nicht da, also wie soll ich ihm das, da muss ich ihm ein Bild schicken, über WhatsApp oder so. Muss ich mal fragen, hier, Alter, kick mal, ist das groß genug? Reicht das aus? Würdet vorhaben? Ja, wie seht ihr das Ganze? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, weil der Sommer neigt sich ja jetzt langsam auch wieder dem Ende zu, obwohl man bis jetzt noch nicht merkt, aber es sollen ja jetzt kühlere Tage kommen, also sagen die Nachrichten zumindest. So, ja, sollen ja jetzt kühlere Tage kommen, wo man sich ein bisschen drauf freuen kann, dann ist die Wohnung nicht mehr so aufgeheizt, der Körper ist nicht mehr so hitzig, etc. und so, ja. Kennt ihr das eigentlich auch, so Eisdusche oder ein Eisbad nehmen? Ey, total geil. So, ich bin ja echt ein Mensch, eine Freundin von mir, die hat mir das ja nicht gelobt. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber eine Freundin von mir, die hat mir das nicht gelobt. Weil die hat gesagt, ey, du, niemals ein Eisbad. So, ja, das ist, lobe ich dir nicht. Ja, dann habe ich sie mal eingeladen, habe mich vor ihr nackig gemacht, war, und dann habe ich ihr gezeigt, hier, hast das Wasser an, das war eiskalt gewesen. So. Ja, dann bin ich da reingestiegen, hat man da reingesetzt. So, soll ja auch gut sein für den Kreislauf und so, war, aber das holt die Hitze richtig raus aus dem Körper. Ja, das Ganze, das kannst du natürlich auch mit einer Dusche machen, ist ja richtig so. Machst du richtig kaltes Wasser und so, aber das mit dem Eisding, das war absolut geil. Also ist besser als irgendein Pool, wa? So, weil ein Pool kriegst du nicht so kalt. Da kannst du machen, was du willst. Ja, weil durch die Luftwärme und so heizt sich das Wasser natürlich da auch auf und ein Pool kriegst du nicht so kalt. So, ein Eisbad, das ist herrlichst. Herrlichst, kann ich dazu nur sagen. Kann ich nur jedem empfehlen, der noch eine gute Pumpe hat und ein gutes Herz. Ja, einfach mal rinspringen. Das ist besser als jeder Pool. Ja, bleibst du da eine halbe Stunde drinnen liegen? Ja, eine halbe Stunde. Eine halbe Stunde da drinnen liegen bleiben, 20 Minuten, ist auch okay. Ja, aber dass die komplette Hitze raus aus dem Körper ist. Also da ist mit 2 Minuten kurz reinliegen oder so, ist das nicht getan. So, weil die Hitze, die sitzt ja ganz tief in deinem Körper. So. Die Hitze, die musst du dann da rausholen. Ja. Und dann hast du auch erstmal ein paar Stunden Ruhe. Dann bist du so abgekühlt. Ja? Weil das ist ekelhaft, wenn der Körper so aufgehitzt ist und so. Ey, du kommst einfach nicht runter. Du kannst so viel Eis essen, wie du willst. Du kannst so viel Kaltes trinken, wie du willst. Das bringt nichts. So, du bist so aufgeheizt. Du bist so aufgehitzt. So, das müsste jetzt eigentlich ja, groß genug sein. Komm, jetzt holen wir mal hier den Redstone noch raus. Damit wir die Lücken denn hier zumachen können. Und dann sieht das Ganze nämlich hier wieder vernünftig aus. Ich hoffe, jetzt kommt ja nicht irgendwie Lava oder sowas. Ey, das wäre ja schlimm. So. Ja, letztendlich, wie lange das jetzt hier dauert, bis sich das zu erkennen gibt, weiß ich nicht. Muss man kicken. Du brauchst auf jeden Fall einen großen Raum. So, also das steht schon mal fest. Ja, weil der Teig auch in meiner alten Welt Teig jetzt so mitgekriegt. Ja, also mit so einem kleinen Ding sieht das nicht. Du brauchst wenigstens einen großen Raum. So, weil ansonsten kann das, was ich benötige, nicht spawnen. Gut, jetzt haben wir genug Informationen. Könnt ihr euch mal Gedanken drüber machen. Die Leute, die Minecraft perfekt kennen, die wissen, was ich meine. Ja. Wissen, auf was ich hier warte.
Ich hätte jetzt eingesammelt. Wo ist denn das Loch? Hier, da ist das Loch. Schlimm, ja. Also wenn man als Mann so fragen muss, wo ist denn das Loch? Ja, okay, ist jetzt, war zu viel Information. Zu viel Information hier, Freunde. Ich schwitze wie eine Sau, Alter. Ich schwitze wie eine Sau. Denk mal, das wird jetzt auch die letzte Session sein hier, also die letzte Aufnahme. Da werde ich mir erstmal ins kühle Nass begeben. So. Haben wir das hier noch zu? Weil wir haben ja noch Cobblestone haben wir ja jetzt hier gefunden. Also da sollen wir mal den mit geizen. So, sieht das Ganze nämlich schicki aus. Aber das nämlich toll gemacht. So. In den Wänden können wir das eigentlich erstmal so lassen. Ja, ich würde das einfach mal so lassen. So, das sieht eigentlich ganz manierlich aus. Ja, sieht ganz gut aus. So. Okay, machen wir noch mal ein bisschen weiter hier. Von der Größe her, denke ich mal, reicht das. Also von der Breite her, jetzt machen wir das Ganze noch ein bisschen länger. Ja, kann man immer so Stückchen für Stückchen machen. Machen wir die Folge noch voll hier, indem wir das einfach jetzt hier ein bisschen größer machen, weil kann ja nicht schaden. Umso größer der Raum ist, weil irgendwann müssen wir das sowieso größer machen. Also das, ja, da kommen wir nicht drum herum. Und größer machen müssen wir das auf jeden Fall. So, ich bin am überlegen, ob ich da unten einen Zaun hinmache. Na, was habe ich denn hier jetzt gemacht? Oh Gott. Das hat ein bisschen zu weit gebuddelt. Na egal, komm. Nehmen wir das Ding hier noch durch. Das machen wir jetzt hier noch. Ich würde mir da unten gerne so einen Zaun hin machen. Nicht, dass hier irgendwie mal was abhaut. Und ich weiß nicht, ob das, was da kommen soll, abhauen kann. Na komm schon hier. Ich denke mal, von der Höhe her reicht das auch. Habe ich ja schon gesagt, ich denke mal, drei ist okay. Ja, so haben wir oben ein bisschen Platz. Nur was nicht so eingeengt. Ja, ich hoffe, die Spitzhacke reicht noch aus hier. Ja, dann kann ich mir eigentlich in der Zwischenzeit hier, wenn ich mich mal ein bisschen abkühle, und mal gucken, ob ich heute nochmal eine Aufnahme mache. Kann ich mir in der Zwischenzeit vielleicht mal so ein, zwei Themchen überlegen, die man einfach mal so bequatschen kann. So, weil wenn man hier so hackt, ey, das ist ja, ja, da kannst du ja nicht viel, ja, so kannst du ja jetzt nicht sagen, ja, das möchte ich gerne noch machen, das möchte ich gerne noch machen, das will ich so ausbauen, das will ich so ausbauen. Verstehst du, das hört euch an und dann sagt er, ja, hör mal auf zu quatschen, Rabbi, bau einfach. So, was willst du da jetzt quatschen? So, bau einfach und dann ist gut. Musst du da jetzt großartig quatschen? So, gehen wir mal nach oben, ich glaube, wir haben noch ein paar Zäune, haben wir noch da, gehen wir mal schnell nach oben. Weil ich würde mir das hier... Ah, ne, ich dachte schon. Dachte, ich hab da was gehört. So ein riesen Troll oder so, der sich da in der Höhle verschanzt hat. Weiß man nicht, kann ja alles sein. So, hier vorne müssen wir auch eine Tür reinmachen. So, zeig mal die Ausbeute. Was haben wir denn? Ich gebe mir ja mal schon wieder... Ey, wir haben ja... Oh, ne. Nicht weggeschmissen. So, Redstone. Ja. Eine ganze Menge hier. Lapis Lazuli haben wir auch ein bisschen was. So, daraus könnten wir eigentlich mal poliert machen, aber das ist, habe ich jetzt ehrlich gesagt, das ist, ja. Ja. Wir haben noch ein paar Kisten. Gib mal her hier. Machen wir mal eine Kiste mit, wo haben wir die abgestellt? Ja. Gib mal her, wir können ja mal eine Kiste hier. Können wir ja daneben stellen. Warte mal, muss ich auch mal rinmachen hier, war ich Idiot. Idiot! So, stellen wir hier daneben. So, machen wir hier den Granit drin. Was sagt er dazu? So, haben wir hier eine ganze Kiste mit Granit. Und so, dann popeln wir uns den hier mal raus. Ja, dann haben wir den polierten schon. Den verarbeiteten. So, dann haben wir den Anthrazit. Hier, was wir mit der Erde machen, muss ich auch erstmal noch sehen.
Eigentlich müssten wir das Ganze hier mal ein bisschen größer bauen, wa? Das ist... Naja. Gut. Haben wir noch ein paar Kisten, warte mal. Stelle ich hier mal noch eine hin. Na, dann kann man das alles mal so ein bisschen sortieren. So, dann machen wir hier oben den polierten hin. So, dann haben wir hier den Granit. Haben wir hier sonst noch irgendwie was? Ja, das können wir jetzt darin machen. Den guten Kobbel. Gucken wir mal schon zwei rein hier. Hat er da eine Spinne? Ist da irgendwo eine Spinne? Freunde, gebt mir mal Rückendeckung. Ihr hört da was. Was wird man hier jetzt drin machen? Dann machen wir hier den Dorit rein. Nee, das ist von oben. Da ist hier, über uns ist da irgendwas. Oh, was haben wir gesagt? Dorit, wa? Ja. Hier mal Anthrazit hier wieder. So, gebt mal den Dorit her. Den nehmen wir mal mit. So, das ist auch dieses Anthra-Dings. Hier ist auch Anthra-Dings. Da haben wir noch Stein. Den können wir mitnehmen. So, ansonsten hätten wir da jetzt Dreck und Kies und na, irgendwas, ich glaube, irgendwas konnte man daraus machen. Irgendwie konnte man da was verbinden. Kies und noch irgendwie was. Ich glaube, ich habe da mal was gesehen oder gelesen. Wie ist das nicht? Irgendwas gab's da. So, das konnte man dann da schön zusammenfügen und dann hatte man irgendwie verbessert irgendwie was. Oh, polierten haben wir auch schon. Siehst du? Den können wir mal, den verstecken wir mal hier unten. Ansonsten können wir das hier noch voll machen. So, das Holz gehört hier natürlich nicht rein. So, haben wir sonst noch irgendwie Dorit? Nee, aber hier haben wir noch Eisen. Ey, Eisen! Was macht denn das hier? Eisen hier drin? Das ist, finde ich jetzt nicht gut. Ja, das kommt doch mal näher. Was ist denn hier los? Was? Über uns. Das spawnt über uns. Nee, die sind hier. Guck mal. So. Hat der Ding leer mitgenommen. So. Wie gesagt, das können wir hier eigentlich auch mal ausbauen. Ist der oben in unserer Hütte drin? Brennen die schon? Hallo, Skelett. Brennst du schon? Sag was, wenn du brennst. Hast schon ausgebrannt. Kiek mal, sieht doch, ey, kiek mal, da können wir ja. Das sind zu viele, wa? Da müssen wir mal mit dem Messer durch, warte mal. Hier müssen wir mal chirurgische Arbeit leisten. So, kleinen Moment, hier gehen wir mal durch. Na, ihr? So, hier müssen wir mal chirurgisch vorgehen. So. Kriegen wir nämlich hier auch wieder ein bisschen was zusammen. Das ist ja hier zu viel. Guck mal, was wir da rausgekriegt haben. Hier so ein braunes Schaf können wir noch umhauen hier. Die braune Fraktion hier. Siehst du? So, das ist auch nochmal eine braune Fraktion. Schafe. Ja. Das sind sowieso alle nur Schafsköpfe. Ja, braune Fraktion hier. Das ist hier, ja. Aber tippt ja welche, die stehen da drauf, die sagen, Mensch, ja. Die Zeit damals, das war, Alter, das war. Und, naja. Gut. Die ewig gestrigen, ja. Das ist halt so. Gibt immer noch solche Leute. Was müssen wir hier mit Handkante vor Ihnen hier? Sensei Handkante. Schön, dass die nicht gebrochen. So. Guck mal, das reicht wieder. Ja, das sieht der Hüt aus. So, lass mich mal raus hier. So, haben wir ein bisschen was zusammengekriegt, wa? Guck mal, ey, da kann man ja wieder schön Fleisch machen hier. Wolle haben wir auch, Mann, ey. Haben wir was aus Wolle machen können? Okay, lass mal hier kurz reingehen. Wie sieht es hier drin aus? Haben wir das hier überhaupt ausgeleuchtet? Ein bisschen dunkel hier drin, wa? Ist ein bisschen trostlos. Hier würde ich mal ein paar Fackeln hinsetzen. Was ist denn da? Warum dampft denn das? Ach, wegen den Öfen. Ah, guck mal, die Öfen. So, machen wir hier ein bisschen Licht so, damit das Ganze. So, was wir hier raus machen, weiß ich auch noch nicht. So. Muss einfach mal kicken. Da hinten unser Häuschen. Da haben wir uns auch noch nicht richtig mal drin ausgetobt, mal ein Bettchen hergestellt oder so. Noch nicht mal drin gepennt. Nichts haben wir da gemacht.
So. Machen wir da einfach mal noch... was ist hier? Was ist das denn? Achso, nee. Gut. Gut, dass wir das mal erklärt haben. So, wo waren wir jetzt? Druid, war? Ja, den Druid. Druiden, genau. Den Druiden wollten wir hier mal kleinschnippeln und hier rin machen. Druid. Ja, genau. Sehr gut. Ja, können wir auch nochmal voll machen. Sehr gut. So. Hat man da auch schon polierten? Ne, da hat man noch keinen polierten. So, ne, das können wir ja schön hier aufheben. Ist ja alles kein Problem. So, Wolle haben wir da. Da hätten wir nochmal Stein. So, dann können wir den Ofen gleich auch nochmal voll machen mit Eisen. Hier, guck mal, hier ist ja irgendwo ist hier schon wieder Feierabend. Guck mal, so. Können wir da rausnehmen, können wir hier das Eisen mal rinknallen. So, dann warten wir, bis das fertig ist, dann haben wir das eine Eisen auch noch mit drin. Kann das nämlich da schön arbeiten. So, hier machen wir wieder voll den Grill, fertig. Fertig ist der Lachs. Gut, guck mal, die Mechanerie hier funktioniert doch bei Sarabina. Das ist doch herrlichst. So, das holen wir jetzt noch raus. Den Zaun wollte ich noch setzen. Das müssen wir auch noch machen. So, bin eigentlich hier hochgegangen, um Zaun zu holen, wa? Und dann habe ich mich durch die Räuche wieder beirren lassen und... Ja, ist schlimm. Schlimm, wenn man so neugierig ist, wa? Du kickst überall rein, du willst überall wissen, was da los ist und... ja. Gut, Zäune. Irgendwo hatten wir doch noch Zäune hier. Ja, Birkenzaun. 4 Stück. Ob das ausreicht? Das soll man ausprobieren. Bin mir nicht ganz sicher. Habe ich jetzt hier rein gemacht? Nee, habe ich hier gelassen. So, warte, machen wir hier wieder rein. Haben wir auch nochmal Eisenerz. Ja, die können wir jetzt dann noch aufheben. Im Notfall, falls wir irgendwie was, falls wir mal in Bedrängnis kommen, wa? Dann haben wir Eisen noch in der Rückhand. Können wir mit Eisenerz um uns schmeißen. Können wir sagen, hier, nicht mit mir, du Scharlatan. So, jetzt können wir unten gleich erstmal kicken, ob hier irgendwie was erwachsen ist. Tada! Nee, nischt. Wie sie sehen, sehen sie nischt. Naja, muss man halt abwarten. Wie setzen wir das denn? Warte mal. Ein Schwert müssen wir auch neu machen. Ja, das war's dann. Weißt du, 4 Zäune reichen da nicht. Birke. Haben wir noch Birke? Ja, scheiße, davon haben wir nicht so viel. Ja, nee, komm, lastet. Hier haben wir noch ein Schwert. Sehr gut. Können wir hier rinmachen? So, sehr gut. Haben wir ja alle da. So, aber das Fleisch würde ich jetzt noch verbrutzeln. Komm, dann machen wir noch in der Folge hier das Fleisch. Knallen wir da noch rein, denn ist gut. Hier, kiek mal. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal wieder was zu essen da, etc. Und ja, den Transport in die andere Hütte, die ganzen Sachen und so, machen wir dann einfach mal in einer anderen Folge. Weil, oder mache ich denn, ja, muss ich kicken. Mach ich das Ganze, kann ich ja dann auch offscreen machen. Ist ja alles kein Problem, wa? Gut, mal kurz einen Blick auf die Uhr. So, was sagt das Ganze? Ja, guck mal, 38 Minuten. Ey, wir gehen ja hier langsam auf die 40 zu. Das will ich eigentlich ja nicht. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier aus. Wa? Ist die Session, die kurze Session jetzt erstmal beendet hier mit 2 Folgen. Ja, und dann, ja, ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Hinterlass mir einen Daumen nach oben. Wenn du Käse fandest, einen Daumen nach unten. Tut mir leid, dass es wieder so lang geworden ist hier. 40 Minuten ist ja, ja, ich könnte natürlich auch, um nochmal zum alten Thema zurückzukommen. Ja, 40 Minuten, ich könnte mir das Ganze ja auch in 10 Minuten rendern. Ja, damit ich weniger Geld verdiene. Ja, muss ich mal dazu sagen. Ja, eine 40-Minuten-Folge, wo eine Werbung drauf ist, ja, da verdiene ich natürlich mehr, als wenn ich daraus aus 40 Minuten jetzt 4 10-Minuten-Folgen mache, wo jeweils immer ein Video drauf ist, so eine Werbung und ja, ja, dann verdiene ich ja mehr, ne, wenn ich jetzt hier, gut, alles klar, ich bedanke mich auf jeden Fall und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, bis derweil, Zers!